Candice, ja. Du bist gerade Mutter geworden. Ja. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Es hat sich total verändert. Also man bekommt einfach andere Werte oder Dinge bekommen andere Werte. Also mein Job zum Beispiel, ich liebe ihn, ich mache ihn wahnsinnig gerne. Aber er ist nicht mehr alles in meinem Leben. Alles ist nun insbesondere mein Kind und Danke. Die Familie natürlich, also mein Mann natürlich Sehr auch. Sehr wichtig. Ja. Kinder oder Karriere? Was ist für dich wichtiger? Deine Kinder oder deine Karriere? Ich trenne das nicht so. Also dieses Moderieren ist auch irgendwo ein bisschen mein Leben. Also ich mache das wahnsinnig gerne, es gehört zu mir dazu. Und das Kind ist natürlich, klar, ist wichtiger, überhaupt gar kein Thema. Und wenn man auswählen müsste, würde man sich immer, oder würde ich mich natürlich immer für das Kind entscheiden und die Familie eben. Aber ich habe diesen Beruf auch gewählt, weil ich schon immer eine Familie wollte. Und gedacht habe, in diesem Job kannst du beides zusammen machen, weil man nicht jeden Tag arbeiten muss. Also dieses Privileg haben wir in dem Beruf. Das ist gut. Du bist ganz schnell nach der Schwangerschaft zu deinem Job im Fernsehen zurück. Ja. Ja, nach so, ich glaube, es waren 7 Wochen ungefähr. 7 Wochen? Ja. Oh, das ist Rico. Wieder Trikot. Hallo? Und du etwas trinken musst. Dankeschön, vielen Dank. Später vielleicht. Du bist im Fernsehen immer friendly, brav, freundlich, schöne Lache. Bist du wirklich so oder spielst du eine Rolle? Oder bist du wirklich so brav und also, nett? Und brav und nett? Muss meine Mutter fragen. Nein, also ich bin natürlich auch jemand, der mal schlecht gelaunt ist und ich kann ganz schön ekelhaft sein. Ja. Aber ich spiele auf keinen Fall eine Rolle, das mache ich nicht. Du hast sehr viele männliche Fans. Ich weiß, ich habe früher gesehen, junge Leute kommen und fragen dich Autogramm, Foto. Sehr viele männliche Fans. Welcher Typ Mann gefällt dir? Welcher Typ? Ja. Ich habe keinen Traumtypen, habe ich eigentlich nicht. Ich mag große Männer gern. Also wenn große? Ich jetzt, ja. Große Ältere groß, oder große groß, Bodybuilding? Einfach groß. Die großen finde ich gut, ja. Bodybuilding? Nein, groß. Also sie müssen nicht unbedingt wahnsinnig breit sein. Einfach insgesamt groß. Und ich kuschel mich da gerne an und finde das schön. Ich